Gesegnetes Buch der Macht, du Hüter der alten Geheimnisse, weise uns den Weg. Was wollt ihr? Ich bin gekommen, um das Buch der Macht zu holen. Gib es mir! Das Buch der Macht ist nicht hier. Es existiert überhaupt nicht. Stiletto, Feuer! Ich verfluche dich für alle Zeiten. Ich bin am Ziel angelangt. Endlich ist das Buch der Macht in meinen Händen. Was, das darf doch wohl nicht wahr sein. Das waren doch zwei Leute von Venom. Diebe, sie haben mein Buch gestohlen. Haltet sie auf! Ich werde sie den Pass hinaufjagen. Ein unvorstellbarer Verlust. Das Buch wird uns zu einer antiken Stadt voller Reichtümer führen. Und zu einem Götzenbild, das Millionen wert ist. Durch diesen Peilsender können wir immer kontrollieren, wo sich das Buch gerade befindet. Dieses Buch ist für uns von solcher Wichtigkeit, dass unsere Vorsichtsmaßnahmen überhaupt nicht groß genug sein können. Na sowas. Der Mönch aus dem Buchladen. Wie ist der so schnell hierher gekommen? Unglaublich. Das wird ja immer schöner. Halt! Gib das Buch der Macht zurück! Geh mir aus dem Weg! Am besten bringe ich es gleich zu Matt. Wir müssen alles tun, um das Buch zurückzubekommen. Herzlichen Dank, Mr. Trecker. Dieses Stück ist eine interessante Ergänzung für unsere Ausstellung. Es ist mir ein Vergnügen. Matt, du kannst dir einfach nicht vorstellen, was ich da... Oh. Eine Pizza mit Salami, Tomaten, Käse und ganz besonders vielen Peperoni wie bestellt. Vielen Dank nochmal. Auf Wiedersehen. Matt, ich muss dich unbedingt sprechen. Hey, hey. Sieh mal, T-Bob, eine Pizza. Ja. Es ist mir gelungen, dies hier Venom abzujagen. Das, die Pizza? Aber nein, dieses Buch. Oh, wie schrecklich egoistisch von Ihnen. Sie wollen die ganze Pizza alleine aufessen. Mal sehen, was unser Computer darüber weiß. Die historischen Daten sagen uns, dass das Buch der Beweis für den Bestand des Mongpaco-Imperiums ist. Die Legende besagt, dass die Stadt Mongpaco vor 1500 Jahren auf mysteriöse Weise von der Erdoberfläche verschwunden ist. Angeblich gab es dort ein über 3 Stockwerke hohes juwelengesetztes Götzenbild. Es soll die Stadt mit versteckten Fallen geschützt haben. Ein juwelenbesetztes Götzenbild, das ist ja fantastisch! Jetzt wissen wir, hinter was Sie her sind. Wir müssen etwas unternehmen. Gib mir für diese Mission die Namen unserer besten Agenten. Ando McLean, Waffenspezialist, taktischer Stratege, Codename Firecracker. Alex Sektor, Computer- und Kommunikationsexperte, Wissenschaftler und Forscher, Rino Co-Pilot. Rosato, Maschinenbauingenieur und Konstrukteur, Codename Rino. Brad Turner, Motorradfahrer und Hubschrauberpilot, Codename Condor. Buddy Hawks, Meister der Verkleidungskunst, Geheimdienstexperte und Firecracker-Co-Pilot. Sco-
Gehen wir es an, Dusty. Bist du bereit, Gold? Darauf kannst du wetten. Ich will unbedingt diese Pizza haben. Hey, warte auf mich! Das findest du wohl witzig. Dieser Mönch denkt wohl, er könnte wen umreinlegen. Der Peilsender wird mich zu dem Buch führen und es wird bald wieder mein Eigentum sein. Die Analyse sagt aus, dass das Buch eine ungewöhnliche Kombination organischer Substanzen beinhaltet. Was für eine Kombination? Tomaten, Peperoni und Käse. Die Kontrolle ergab, dass sich im Einband ein Fremdkörper befindet, ein elektronisches System Typ B. Sieht aus wie einer von Windoms Minisendern. Alarmstufe 1, der Feind nähert sich dem Hauptquartier. Ich denke, es wird das Beste sein, diesen Sender sofort zu zerstören. Zu spät, Alex. Sie sind bereits hier. Dann bleibt uns keine andere Wahl. Alle Mann fertig machen zur Abwehr. Sieht aus, als ob sie uns erwarten würden. Volle Kraft voraus! Jeden Preis. Aktiviert das elektronische Kampffeld. Wir müssen sofort zu den Bergen gehen. Und was du sagst, klingt auch komisch. Die Berge warten auf uns. Wir müssen gehen. Du bist komisch. Hey, der Peilsender zeigt an, dass jemand mit dem Buch das Hauptquartier verlässt. Jetzt geben wir ihm den Rest. Das dürfte ihm fürs Erste genügen. Und jetzt finden wir das Buch. Folgt mir. Ich werd verrückt. Venom hat sich von Bretts Hologramm täuschen lassen. Komisch. Warum haben Sie abgedreht? Sie wollen doch unbedingt das Buch. Der seltsame da. Wir müssen nach links. Mir gefällt das alles nicht. Dort bei den Büschen fährst du nach rechts. Links, rechts, links, rechts. Ich komme mir vor wie ein Soldat. Wie ein verlorener Zinnsoldat. Ich bin nicht verloren. Das bildest du dir ein. Wir sind da. Das ist der Ort. Überhaupt nicht. Dieses Maul sieht aus, als würde es schreien. Das ist kein Schreien des Maultibob. Das ist der Eingang zu Mong Paco. Komm, wir gehen hinein. Wie? Mong Paco? Ja, komm, Tibob. Irgendwas hat mich gezwungen, hierher zu kommen. Ich weiß aber nicht was. Aber ich weiß was. Dieser Ort ist genauso komisch wie du im Moment. Wir sind ganz
ganz nah dran. Sprengt ein Loch in die Felswand. Der Berg muss hohl sein. Ich verstehe es einfach nicht. Wie ist das Buch nur weggekommen? Renom hatte keine Möglichkeit. Die Überwachungskamera war eingeschaltet. Ich fahre das Band gerade zurück. Scott! Sieht aus, als wäre er in Trance. Kein Wunder, dass Venom so schnell aufgegeben hat. Sie folgen dem Peilsignal. Sie werden Scott schnappen. Ja, aber der Computer hat den Standort des Senders bereits geortet. Dann sollten wir uns beeilen. Alles bereit für die Energiemasken. Gesucht? Das Signal kommt aus der Mitte des Berges. Das Solarsichtgerät zeigt an, dass der Berg innen hohl ist. Dann wird Scott da drin sein. Aber wie kommen wir rein? Kein Problem. Mit einem Schuss Antimaterie. Gute Arbeit, Brad. Also nichts wie rein, Männer. Ich hoffe nur, dass keiner vor uns Scott findet. Die untergegangene Stadt Mongpak. Das Wichtigste für uns ist, so schnell wie möglich Scott zu finden. Seid vorsichtig, Freunde. Denkt an das, was der Computer über die Legende mit den versteckten Fallen gesagt hat. Sand! Ich werde versuchen, uns zu befreien. Deadlash, Feuer! Wir haben Glück gehabt. Das war wirklich verdammt knapp. Ich denke, wir sollten uns in kleinere Gruppen aufteilen. Das verringert das Risiko. Seid vorsichtig. Irgendetwas gefällt mir hier nicht. Achtung! Ich hab gewusst, dass es noch schlimmer kommen würde. Es ist sinnlos. Die Wand bewegt sich nicht. Backlash! Feuer! Blaster! Feuer! Los, nichts wie weg hier! Und zwar schnell! Hätten wir nicht bleiben dürfen. Was jetzt, Mann? Niemand darf mich so behandeln. Ich werde mit dem, der mein Buch gestohlen hat, persönlich abrechnen. Entschuldige, Mann. Diesen Handel wirst du wohl mit uns machen müssen. Tarnt, Action! Los! Hinterher! Wenn ich nur was erwischen könnte, um mich daran festzuhalten. Ah, oh, ich glaube, jetzt will es mich erwischen. Spectrum, Action!
Da sind sie. Beschäftige sie, während ich das Buch suche. Wir müssen Scott vor Venom finden. Mir nach! Mein Hypno-Headlight-Automat wird ihn vorerst außer Gefecht setzen. Es wird Zeit, ihm endlich zu zeigen, wo es lang geht. Wo bist du? Hier sind wir. Es geht uns gut. Scott, pass auf! Ach, das ist mein neuer Freund. Seitdem er da ist, habe ich nicht mehr so schreckliche Angst. Aber T-Bob, ich hätte dich doch auch beschützt. Ich kann nun alles erklären. Seit Jahrhunderten suchen die Überlebenden von Mon Paco und deren Nachkommen ihre verlorene Stadt. Wir ahnten, dass das Buch der Macht der Schlüssel zu dem Geheimnis ist, aber wir konnten es nicht entziffern. Als ich das Buch durchgeblättert habe, hat es mich einfach wie ein Schlafwandler oder so etwas Ähnliches hierher geführt. Wir werden dir immer dankbar sein. Wir? Heißt das, du bist nicht allein? Aber nein, ich bin nur einer von vielen. Möglich. Erst haben wir gedacht, ihr seid böse wie Mayhem. Aber als wir gesehen haben, wie ihr ihn vertrieben habt, wussten wir, ihr seid gut. Jetzt würde mich nur noch interessieren, wie du diesen Felsrutsch ausgelöst hast. Uns hilft die Natur. Wir brauchen keine Waffen. Mein Stab! Er war eben noch hier! Ja, dann gib das sofort wieder her! Damit kann man wunderbar jonglieren. Und... Oh. Das sagenhafte Götzenbild von Mönch Paco. Die Legende wird wahr. Du sollst uns regieren. Die Legende besagt, wer das Götzenbild findet, soll unser Anführer sein. Ich? Aber ich bin ein Roboter! Richtig. Vielleicht trifft es dann nicht zu. Nett von dir, dass du mich zum Plattenladen fährst, Daddy. Mach ich doch gern. Aber gurte dich an. Ach was, das Plattengeschäft ist doch gleich um die nächste Ecke. Das ist doch vollkommen egal. Hast du gewusst, dass die meisten Autounfälle in der Nähe der eigenen Haustüre geschehen? Nein, das habe ich nicht gewusst. Wenn ich mit dem Auto fahre, dann gurte ich mich immer an. Das ist einfach eine Frage der Sicherheit. Yeah.